Wir schauen auf den Krieg in der Ukraine. Das russische Staatsfernsehen hat Aufnahmen veröffentlicht, die angeblich Soldaten der Söldnergruppe Wagner in der ostukrainischen Stadt Bachmut zeigen. Auf dem Video sind Soldaten zu sehen, die die Straße entlang fahren und zwischen zerstörten Gebäuden und Trümmern umhergehen. Die Echtheit der Bilder ist nicht bestätigt. Laut russischem Verteidigungsministerium wurden zwei Stadtteile der umkämpften Stadt erobert.